Christian, erstmal schön, dass du da bist. Mittwoch in der Verlängerung gegen Frankfurt gewonnen. Vielleicht ein kurzes Fazit nochmal von dir zu dem Spiel und dann kannst du vielleicht auch schon mal direkt ausblicken, ob das auch irgendwelche Aussagekraft für Hamburg hat. Ja, erstmal natürlich am zweiten Tag nach dem Spiel extreme Müdigkeit. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Dann war es natürlich wichtig, dass wir da weiterkommen. Ich denke, das war eins der brisantesten Duelle in dieser zweiten Runde. Für mich fast sogar ein Live-Spiel. Also mehr Pokalspiel geht nicht, glaube ich, wie an dem Abend. Ich glaube, es war das erwartet schwere Spiel. Als FCK, wir sind zwar Bundesligist, aber wir sind dort nicht hingefahren und haben erwartet, dass wir einen Zweitligisten mal eben aus dem Stadion schießen. Eintracht Frankfurt ist eine sehr gute Mannschaft. Und ich glaube, das haben wir bis auf die erste Hälfte sehr gut gemacht. Denn ich glaube, gerade nach hinten raus in der Verlängerung in der zweiten Hälfte waren wir die Mannschaft, die das Spiel gewinnen wollte. Deshalb sind wir natürlich überglücklich. Sagt das auch was aus? Oder gibt es nochmal zusätzliches Selbstvertrauen für das Spiel in Hamburg? Ja, hoffentlich. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Freund, der jetzt sagt, dann jetzt der Knoten geplatzt oder jetzt sind wir auf einmal eine Mannschaft, wo die Automatismen stimmen. Das ist jetzt nicht so mein Ding, weil ich sehe das ein bisschen Spieltag für Spieltag. Klar, wir haben jetzt drei Siege hintereinander. Das ist wirklich, das ist eine tolle Sache. Ich denke, es passt jetzt sicherlich einiges mehr, auch in der Abstimmung zwischen den einzelnen Positionen. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch jetzt am Wochenende ein neuer Spieltag gegen eine aus meiner Sicht sehr, sehr gute Mannschaft. Und deshalb sehe ich das jetzt nicht so. Habt ihr Fragen an Christian Tiffert? Horst Konzok? Ich jetzt eigentlich nicht. Ich denke, es haben sich kaum Erstligisten eine Blöße gegeben. Von daher gehe ich davon aus, dass es zu einem Bundesliga-Duell kommt. Und da wäre es mir recht, wenn es ein Heimspiel wäre, klar.